Teheran im Jahr 2018. Wo früher noch vielfach der schwarze Ganzkörperschleier Chador üblich war, sieht man heute viel Haar. Seit dem Amtsantritt des moderaten Präsidenten Hassan Rouhani im Jahr 2013 gibt es immer weniger Sittenpolizisten auf den Straßen. Früher achteten sie streng auf die Einhaltung der Kleidungsvorschriften in der Islamischen Republik. Im Januar sorgte eine Internetaktion für Aufsehen, bei der Iranerinnen Selfies ohne Kopftuch posteten. 29 Frauen wurden festgenommen. Seitdem diskutiert das Land wieder einmal über die Kleidungsvorschriften. Das ist keine breite Protestbewegung. Wenn Sie Frauen fragen, ist es für Sie okay, den Hijab zu tragen, wenn Sie ihn so tragen dürfen, wie Sie wollen. Nur eine kleine Minderheit ist dagegen und feindselig. Wir tragen den Hijab vor Männern. In unserem Land wachsen Männer mit der Vorstellung auf, dass Frauen den Hijab tragen. Unter diesen Bedingungen werde ich den Schleier in meinem Land niemals abnehmen. Andere Frauen sind gegen die Vorschriften. Jeder sollte selbst entscheiden, was er trägt. Ich glaube nicht, dass ein paar Locken jemanden provozieren können. Eine Umfrage der Regierung will unlängst herausgefunden haben, dass nur noch 40% der Iraner die Durchsetzung der Kleidungsvorschriften unterstützen. 2006 waren es noch 15% mehr.